Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, beim letzten Mal standen wir hier, wollten das Pferd mit dem Esel kreuzen. Das wollte sich aber irgendwie nicht so. Die wollten das irgendwie nicht so, weil die alle noch nicht gezähmt waren. Ja, hoppala. Mein Fehler, ne? Ist ja nicht schlimm. Wir legen uns nochmal kurz schlafen, da es gerade dunkel wird. Dunkel. Und ja, ihr habt mir vielleicht sogar geschrieben, wie das mit dem Feuerwerk ist. Ich nehme aber gerade am Stück auf. Kann es leider nicht lesen. Werde jetzt aber. Also, ich habe es bestimmt gelesen, wenn ihr es geschrieben. Naja, Schluck auf. Ich habe es bestimmt gelesen, wenn ihr es geschrieben habt. Allerdings komme ich jetzt gerade nicht dazu. Jetzt im Moment, weil die Folge ja noch gar nicht verarbeitet, hochgeladen ist. Also, kann ich es gar nicht wissen. Aber trotzdem, Kommentare schreiben. Ja, lese ich. Nehme ich auch gerne an, Rat. Das ist alles. Ne? Nicht verzagen. Auch wenn es ein bisschen spät kommt. Wenn wir jetzt hier ein bisschen Foto produzieren. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte Möhren holen. Ah, da oben ist noch eine leere Kiste. Cool. Möhren, ganz viele Möhren. Und ich wollte Gold holen. Haben wir echt nicht mehr Gold? Doch. Ja, komm, nehmen wir hier ganz viel Gold. Was mache ich denn hier? Hä? Ja, so. Huch, war ein bisschen viel. Hoppala. Naja, passt schon. Ja, ein bisschen mehr oder weniger. Das macht jetzt auch keinen Unterschied. Hoppsala. So. Na gut, 8 Möhren, ja, es braucht halt doch seine Gold Nuggets. Das Herstellen. Also daher. Na, wir können ja direkt noch mehr. Ach, hier unten sind noch die Möhren. Meine Güte, wir können direkt noch mehr herstellen. Stellen wir direkt noch mehr her. Dann können wir hier effektiv richtig losrattern. Und genug Möhren an die Welt verteilen. Und haben selber noch ein paar goldene Möhren. So, ich denke, die Hälfte davon wird hier reingehen. Der restlichen Möhren gehen wir dahin. Und die andere Hälfte brauchen wir zum Brauen. Apropos Brauen, wie sieht's aus? Wirkungslos. Okay, dann nehmen wir die Chance hier gleich wahr und hauen da so eine goldene Möhre rein. Um noch mehr Nachtsichttränke zu brauen. Und die anderen, die benutzen wir jetzt in der Hoffnung, dass wir tatsächlich die Viecher hier jetzt endlich mal miteinander verkuppeln können. Und wir essen natürlich Steak. Weil die Möhren sind für die Pferde und Esel gedacht. So, du und du. Habt euch lieb. Yay, es hat geklappt. Der ist klein. Ah, der freut sich. Haben wir noch was da? Können wir dem direkt Möhren füttern? Haben wir hier direkt noch Möhren rumliegen? Nein, haben wir nicht. Wie sieht es mit den Feldern aus? Ja, noch nicht ganz fertig. Ansonsten hätte ich gesagt, lass mal ein paar Möhren holen. Gut, wir brauchen sowieso noch eine Leine für den Kleinen. Dann können wir das doch direkt gleich mitmachen. Hüpf, 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 hüpf. Hüpf, 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 hüpf. So. Leinen waren hier oben. Nein, waren sie nicht. Waren sie hier? Nein, waren sie nicht. Da sind Leinen. So, eine Leine bitte. Und gleich was zu mampfen. Ja, dann nehmen wir doch hier Möhren, oder? Ja, komm, nehmen wir hier ein paar Möhren mit. So. Genau. So. Das passt. Ich denke, das Fohlen wird. Also, ist Maultier Fohlen? Ist das. Ist trotzdem Fohlen, oder? Es wird empfohlen, dass das so ist. So, das wird das trotzdem mögen, diese Karotten. Wollen es ja natürlich schnell groß haben. Ja, und es bleibt natürlich bei der Mutti. Ja, also ist die. Der Esel anscheinend weiblich. So, den machen wir hier auch noch fest. Und dann kommen hier Futter. Wie, magst du keine Möhren? Ah, die sind lecker. Möhren sind lecker. Ich mag keine Möhren. Okay. In dem Fall bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Wir ernten einfach mal das Feld. Per Hand. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Hier dieses Feld geerntet. Wir haben ja unser automatisiertes Feld, aber hier gibt es halt auch schön Weizen. Können wir dann an alles verfüttern. Verfüttern. So, tschack, das nehmen wir noch mit. So, alles wegruppen. Weg, weg, alles weg, alles bei. Ja, ich krieg zwar nasse Füßchen, aber das ist mir egal. Hauptsache, das ist alles weg. Schwupp, 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 schwupp. Was wir hier nicht alles einsammeln. Hui. So, direkt auch wieder neu gepflanzt. Dunk, dunk,
dung. Dung, dung, dung. Dung, 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 dung. Ich mag die Minecraft-Musik. Die Schallplatte ist, ich würde sogar fast sagen, meine Lieblingsschallplatte. Ich finde die richtig cool. Habt ihr eine Lieblingsschallplatte? Ist es die Creeper-Schallplatte? Ich weiß ja nicht, kann ja sein, ne? Also manche finden auch sowas cool, so creepy Sounds. Wer effektiv aufgepasst hat, ne? Es gibt ja diverse Musiken hier in Minecraft. Das sind ja alles die Originalen, also ich habe es ja nicht überdeckt mit irgendwelchen anderen Musikdingern. Gibt es bestimmt auch was, also dass man das machen kann. Aber nö. So, erstmal über unser eigenes Feld rennen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Fohlen sowas hier frisst. Frisst du das? Ups, und da ist es direkt groß. So. Ja, das frisst und frisst und frisst. Erstmal gucken, können wir uns draufsetzen? Moment, nee. Auf dich, nee, Moment. Hier drauf. Geht gar nicht. Kann ich mich da... Moment, jetzt nehme ich erstmal den Sattel hier runter. Verstehe ich nicht. Ah, jetzt geht's. Nee. Hä? Begreift das nicht. So. Moment, muss doch irgendwie gehen. Ich kann mich da einfach nicht draufsetzen. Hä? Minecraft verwirrt mich. Jetzt haben wir hier so einen schönen... Hä? Minecraft, warum? Ich fütter dich halt noch ein bisschen. Geht mal weg. Geht mal weg, 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 weg. Komm hier. Alles, friss alles. Alles. Das ist irgendwie total sinnlos. Ich kann mich da auch nicht draufsetzen. Hä? Ich begreife das nicht. Komm jetzt mit. So, kommst du hier dran. So. Komischer Esel, Maultier, komisch. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Keine Ahnung. Egal. Ja, nutzt mal den restlichen Kram. Könnt ihr mir ja wieder in die Kommentare schreiben, zu den anderen Kommentaren, was ich denn falsch gemacht habe. Hier können wir auf jeden Fall noch ein paar Kühe füttern. Nom 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 nom. Los, begattet euch. Ihr kleinen Kühe. Ja. Also eigentlich sind die ja wirklich klein, da wir ja selber groß sind. Im Echt sind ja Kühe... Eigentlich, jawohl, es kommt immer auf die Kuh an. Aber Kühe sind schon recht große, imposante Viecher, also. Na gut, im Stehen ist man aber ja, nur ein bisschen größer als die. Vielleicht sogar nur. Vielleicht schätze ich auch Kühe gerade falsch ein von der Größe. Vielleicht sind es Riesenkühe. Angriff der kleinen Riesenkühe. Genau. Der Film. Muss man gleich mal eine Kickstarter-Kampagne reinbringen. Ja. Angriff der Riesenkühe. Der Mini-Riesenkühe, Entschuldigung. Ich muss mir den Titel aufschreiben, sonst vergesse ich den. Ich vergesse den ja so schon fast. So, alle gefüttert. Cool. Bleiben wir hier ein bisschen stehen und hoffen, dass uns die Erfahrung zufliegt. Boah, der Kuhpool. So voll. So. Höpp. Ja, das müssen wir. Keine Ahnung. Das ist aber auch kein Maultier, oder? Das ist. Ich weiß nicht. Bist du ein Maultier? Du bist ein Pferd. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert das nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Doof. Ich werde jetzt erstmal Schärfe nehmen und mit Schärfe zusammenpappen. Wo die zwei Schärfe so richtig scharf machen hier die Bücher. Kostet 4 Erfahrungen. Da haben wir Schärfe 3. Hier haben wir nochmal Schärfe 3. Die packen wir auch gleich zusammen. Dazu einmal Schärfe 4. Das hat doch ordentlich Level gekostet. Aber wir haben jetzt Schärfe 4, Schärfe 1. Hier ist auch nochmal Schärfe 1. Ja, die können wir auch gleich zusammen klatschen. Klitsch, klatsch. Und wir haben keine Level mehr. Aber wir haben ein Schärfe 2 und ein Schärfe 4 Buch. Unser Schwert hat Schärfe 4. Oh. Ich begreife das nicht. Warum kann ich den hier nicht... Ich falle immer direkt runter. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist Minecraft doof. Und
Keine Ahnung. Genau, einfach bloß Minecraft doof. Jetzt haben wir hier den Sattel, den brauchen wir effektiv eigentlich nicht, aber ich werde ihn mal trotzdem hier in unsere Fischkiste tun, damit der Sattel schön nach Fisch riecht. So. Möhren wollen die ja anscheinend nicht. Dann eben nicht, dann geben wir alte Möhren den Schweinen oder so. Ja, wir haben jetzt hier effektiv keine Schweine. Effektiv, da war es schon wieder. Ach Mann. Ist auch egal. So, kommt da alles rein. Gut. Auch okay. Wird es gerade schon wieder dunkel? Was sagt denn die Uhr? Wenn ich jetzt hier einen Blick auf die Uhr werfe, die sagt mir, ja, hier ist, ne? Hier geht die Sonne langsam unter. Die geht ja so entgegengesetzt des Uhrzeigers. Warum geht die Uhr entgegengesetzt des Uhrzeigersinns? Das fällt mir jetzt erstmal auf. Egal. 5, 5, 5. Nase. Und dann schlafen wir erstmal eine Runde. Toll. Das können wir eigentlich auch mal reparieren. Naja, aber nicht jetzt. Nee, wir haben kein Level. Menno. Alles cool. Alles cool. Feuerwerk hat man natürlich probiert. Weiß ich jetzt effektiv nicht. Müsste ich nochmal nachgucken, tatsächlich. Endermännchen, die da rumlaufen und sich teleportieren. Jip, jip, macht's die ganze Zeit. Wie viele? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ist heute Klassenfahrt oder was? Guck mal, da hinten ist noch einer. Was machen die da? Hallo? Kommt mal klar. Muss ich erst mein Plünderungsschwert rausholen oder ich eine vom Kopf knüppeln? Hoppala, jetzt habe ich wieder was kaputt gehauen. Egal, das mache ich. Ich gehe da hoch und knüppel euch eine vom Kopf, das könnt ihr wissen. Kommt nur her, ihr blöden Endermännchen. Mist, ich komme da gar nicht hoch. Doch, ich komme da hoch. So. So. Und so. Und dann schleichen wir uns mal an den ran. Was? Komm her! So, Enderperle? Nö, geh mit nicht. Schade. So, dann gucken wir mal, ob wir an den reinkommen. Ich will den natürlich nicht angucken. So, immer schön auf die Füße hauen. Die Schwachstelle der Endermännchen. Hä? Wo ist er? Ach, da. So, weg mit dem. Der hat einen Block. Der klaut Blöcke. Der Olle. Blöde. Blöckeklauer. Haha, drei Enderperlen gleich. Das ist ein bisschen heftig, aber okay. Hat er bestimmt geklaut. Ja, die nehmen wir natürlich mit, ne? So, Enderperle. Geil. Cool, cool, cool. Gut, haben wir das dann auch schon mal gemacht. In der Monsterfalle unten ist Party. Ich würde sagen, mit unserem geilen Haltbarkeitsschwert gucken wir da mal hin. Ja, sammeln wir jetzt noch ein bisschen Erfahrung. Warum nicht? Ja, sieht gut aus. Bam, 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 bam. So, sind zwar viele Creeper, hätten wir noch ganz viele Schallplatten rausholen können. Aber wir wollen ja Erfahrung. Und du hast ja gesehen, hier einmal reingeknüppelt. Bam, Erfahrung. Nein, 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 nein. Zum Glück ist der diesmal nicht explodiert. Hui. War aber schon knapp dran. Nein, 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 nein. Ah! Warum ist denn da ein Creeper? Was soll denn das? Oh, nö. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Was war das so? Wie hat man denn das rausgeschmissen? Nee, so. Ja, hä? Rechtsklick? Nee, rechtsklick? Ich habe keine Ahnung. Ich suche eigentlich... Ach. Alles Kettengelumpe. Kette, cool. Ich suche eigentlich die... Menno. Wir müssen sowieso neu bauen. So. Zack, weg damit. Und habe ich jetzt... Hä, was? Ach, Mann. So. Weg damit. Weg damit. So, erstmal die Werkbank. Dann... Oh, jetzt habe ich Kisten gefunden. Sehr gut. Sind hier noch mehr Kisten? Nein, alle gesprengt. Alles tot. Toll. Ah. Oh. So, und jetzt erstmal Kram da rein. Alles, was wir hier finden, rein da. So. Alles rein da. Rein, 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 rein.
Unsortiert ist jetzt erstmal egal, Hauptsache, ne? Da drin, hups, die Pfeile wollte ich eigentlich behalten. So, das kommt da rein. Das muss ja alles irgendwie erstmal wieder hier vernünftig gesammelt werden. Oh, nö. Schon wieder die Pfeile weggeschmissen. Dussel. So, machen wir es halt so hier. Das kommt da noch rein, das kommt da noch rein. Die brauchen wir jetzt gleich. Ach, meine Güte. Okay, warum steht hier ein Creeper rum? Ganz ehrlich, das da ausleuchten. Ich gehe gerade ins Menü, will gerade noch den Pfeil, ja, und dann, oh nein, ich sehe im Hintergrund einen Creeper. Totale Panikreaktion, komm nicht klar und mach nur Scheiße. So. So, zwei. So, der kommt wieder raus. Der kommt auch raus. Zwei davon. Oh Mann. So, erstmal wieder die zwei Truhen hier aufbauen. Nee, hä? So nicht. So. So war's. Ah, jetzt ist natürlich auch unser Schallplattenspieler kaputt. Oh, nö. Ja, erstmal alles da reinschmeißen, was da so ist. Wir müssen dann gucken, wie wir das sortieren, weil das geht ja jetzt gar nicht. So, du kommst wieder raus. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Ach, nö. Totale Panik, ey. Keine Panik, aber irgendwie schon. So, hier ist es ein bisschen voll, hier müssen wir mal ein bisschen Platz machen. Alter Verwalter, ich wollte eigentlich gerade noch eine Schallplatte auflegen, so ein bisschen. Denk mir nichts Böses. Ja, auf einmal explodiert einfach ein Creeper, macht alles kaputt. Alles kaputt. Mann. So, weg mit euch. Ich hab keinen Bock hier. Das ist doch doof. Ja, hurra, noch eine Goldhose. Hört auf, alle umzufallen. Okay, So. Ein paar Schallplatten haben wir noch. So etwa die Hälfte. Das bedeutet jetzt erstmal gucken, Schallplatten. Unsere schöne Schallplattensammlung. Da ist doch einiges bei draufgegangen, oder? Habe ich so das Gefühl. Obwohl es nur eine Creeper-Explosion war. Also die Ketten... Wo sind die Kettenstiefel? Die fehlen. Ne, die sind da. Alles klar. Okay, der Kettending ist komplett. Das war mir schon mal wichtig. Freue ich mich auch, dass das noch da ist. Die Katze. Der Mond. Die haben wir da schon. Die Katze nochmal. Ja, es fehlen irgendwie eine ganze Menge Schallplatten, habe ich so das Gefühl. So. So. Der Mond, die Katze haben wir nicht. Hier, das ist alles noch frei. Nee, aber es sind noch alle Schallplatten da, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich schmeiße das jetzt erstmal alles hier rein, weil ich keine Ahnung habe. Ach, Leute. Ach so, hier ist ja natürlich noch eine Werkbank. Warum auch nicht? Ja, die Werkbank, die überlebt das Ganze, aber der Schallplattenspieler, der geht drauf. Toll, 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 Minecraft. Ganz tolles Kino. Blödes Minecraft. Ja, kommt doch her, ihr blöden Zombies. Ja, kommt hier, seht mich. Bäh, bäh. Hexe. Boah. Ja, komm doch her, Hexe. Komm her. Komm her. Ah, ich hau alles tot. Macht dich das nicht wütend? Ja, komm jetzt her. Ach, Mann. Hau ich dich halt von der anderen Seite. Mir doch egal. Das sind gleich zwei, ja? So. Ja, noch mehr, noch mehr. Noch mehr Hexen, natürlich. So, weg mit dir. Meine Güte. Ah, drei Flaschen. Flaschen. Da haben wir auch mal wieder ein paar davon gekriegt. Ach, keine Ahnung. Warum ist hier weil Wolle? Ich weiß es nicht, ich frage auch gar nicht erst. Das ist ja alles hier ein bisschen durcheinander. Creeper. Das ist echt doof, dass hier alles kaputt haut. Ach Mann. Ah, hier die Flasche tun wir da auch mit rein.
So. Einfach unsortiert jetzt hier. Wir müssen das irgendwie ein bisschen sicherer gestalten. Das geht so irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Gut, ein kleiner Rückschlag. Egal. Müssen wir mit klarkommen. Wir haben 14 Level an sich. Ja, irgendwie müssen wir das sicherer gestalten, dass das nicht alles immer in die Luft geht. Ich meine, ausgeleuchtet ist es ja jetzt wieder, dass da erstmal kein Creeper kommen sollte. War trotzdem doof. Menno. Alles weg. Naja. Werden wir sehen, wie es weitergeht. Wie wir das vielleicht noch ein bisschen sicherer bauen. Oder, na, Hundis. Ja, da guckst du, wa? Ja. Guck mich nicht so mit deinen großen Augen an. Ja, ich hol dir nachher noch fort. Hier ein bisschen verrottetes Fleisch. Das gehört da. Jawohl, das wollen wir verhandeln. Ja, dann geben wir euch einfach Kuhfleisch. Da freut ihr euch auch drüber, ne? So. Aber alles erst in der nächsten Folge, denn die ist jetzt schon vorbei. Wir haben ordentlich Autschen gekriegt. Der Creeper, der ist da explodiert, ist totale Panikreaktion im Inventar. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder, wenn es wieder heißt Minecraft. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao.